Die Wandungen, die fühlen sich so glatt an, als wären sie gebohnert. Besonders der Boden. Sieht fast aus wie eine Rutschbahn. Hm? Ach, deshalb sind auch die Silbersachen nach unten geschlittert. Rutschbahn? Rutschbahn? Ich höre immer Rutschbahn. Das muss ich mir mal ganz genau ansehen. Oh, Himmel, ist das glatt? Polly, halte fest! Weg, sie ist abgerutscht. Polly! Das kommt von dieser verflixten Neugier. Vielleicht erwische ich sie noch. Glück, ich versuch's mit dem Teleskoparm. Glück, geht gleich um die Ecke. Nichts zu machen. Aber wir können Polly doch nicht im Stich lassen. Tun wir auch nicht. Wir rutschen einfach hinterher. Hm? Für Erwachsene wäre die Rutschbahn zwar ein bisschen eng, aber für uns reicht's grad noch. Und wo landen wir? Keine Ahnung. Glück. Hoffentlich nicht in einem Brunnen oder Wasser oder im Burgverlies. Mach mich bloß nicht verrückt. Wasser. Wenn ich das Wort schon höre, da ist mir ein Burgverlies entschieden lieber. Ich glaube aber nicht, dass es so schlimm kommen wird. Wir müssen es eben riskieren. Da sind wir Polly schuldig. Mhm. Los. Also bis gleich. Klick. Bis gleich. Aua, verflixt. Tommy, mir wird's ganz heiß hinten. Vorwärts, Robby, sonst überhole ich dich. Langsam, langsam. Ich glaube, wir sind gleich da. Oh, oh Mann! Da seid ihr beide ja. Ich dachte mir schon, dass ihr kommen würdet. Tolle Rutschpartie. Was? Du warst ziemlich leichtsinnig, meine Beste. Mhm. Die Geschichte hätte viel schlimmer ausgehen können. Suppenlöffel, Pulverdosen, Kupfermünzen. Mensch, da fällt mir was ein. Was sagte doch der nette Polizist zu uns, der mich immer Sir nannte? In der Umgebung von Plumpudding Castle verschwinden massenweise Silbersachen und niemand weiß wohin. Jetzt wissen wir es. Du sitzt drauf. Ja, wir sitzen drauf. Stimmt. Tja, aber wir wissen einige andere Dinge noch nicht. Wir wissen noch nicht, wozu der ganze Silberkram überhaupt gebraucht wird. Und wir wissen auch noch nicht, wer die Eulen, Raben und Elstern dazu angestiftet hat, ihre Beute im Plumpudding Castle abzuliefern. Sag mal, wo sind wir eigentlich hier? Mensch, was ist denn das für eine Maschine? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ach, ich finde das alles ungeheuer aufregend. Tja, also ein Dieselmotor ist es auf keinen Fall. Der sieht ganz anders aus. Mhm. Und zudem braucht man auch kein Feuer und vor allem keinen Dampf, um ihn in Betrieb zu setzen. Stimmt, Dobby. Tja, aber eine Dampfmaschine ist das genauso wenig. Warum denn nicht? Ja, eine Dampfmaschine, die braucht zwar Feuer und da heißen Dampf, damit sie läuft. Aber sie braucht auch einen Kolben und ein großes Schwungrad. Stimmt. Tja, und diese beiden wichtigen Dinge, die fehlen hier. Wenn man sich die Glasbehälter, den Rohrschlamassel und das Ganze drum und dran wegdenkt, dann erinnert mich der komische Apparat eher an eine... Ah, ist das laut. Erinnert er mich eher an eine Lokomotive. Ah. Dieser Ton geht mir auf die Antenne. Also an eine Lokomotive ohne Führerstand und Fahrgestell. Und mich erinnert sie an einen riesengroßen Fleischwolf ohne Kurbel oder sowas. Und mich erinnert sie an gar nichts. Ich wünschte, sie könnte Zuckerwürfel fabrizieren. Nun? Oh, hab ich einen Schreck gekriegt. Was fällt Ihnen ein, hier so rumzuschleichen? Ich schleiche nicht. Und ich kann hier kommen und gehen, wie ich will. Ich bin Sir Joshua, letzter Herr auf Plumpudding Castle. Und nicht nur das, ich bin auch der berühmte Zaubergraf. Ihr habt mich von jetzt an mit großer Magier anzureden. Oh,
Warum hat der den Erbsenregen gezaubert? Ach, nur ein kleiner Spaß von mir, um euch zu erschrecken. Denn ich habe nicht gern ungebetene Gäste in meinem Laboratorium. Meine Ritterrüstung, die ich ausgeschickt hatte, um euch zu fangen... Auch Zauberei? Nein, keine Zauberei. So wenig wie die Sache mit den Erbsen. Alles ferngesteuert über Magnetfelder. Naja, irgend sowas muss es ja auch sein. Also, meine Ritterrüstungen haben euch leider nicht erwischt. Nee, wir sind auf seinen eigenen Erbsen zu Fall gekommen. Macht nichts, macht nichts. Ihr seid jetzt doch in meiner Gewalt. Ich wusste es, dass eure eigene Neugierde euch mir doch noch ausliefern würde. Du siehst so sonderbar aus. Wer bist du? Und du? Ich merke schon, die Herren sind verstockt. Auch gut. Aber ich erfahre trotzdem noch alles. Ihr bleibt nämlich hier bis an euer Lebensende. Ich kann euch gut gebrauchen. Ihr werdet ab sofort diese Maschine hier bedienen. Und ich rate euch, macht eure Sache gut, sonst wird es euch übel ergehen. Diese Maschine ist meine eigene Erfindung. Erfindung? Was ist denn das für eine Erfindung? Nun, ich sehe keinen Grund, weshalb ich es euch nicht erzählen sollte. Das ist sogar ganz nützlich, wenn ihr erfahrt, welche kostbare und wichtige Maschine ihr betreuen und warten sollt. Diese Maschine ist das Wichtigste, das Bedeutendste, das Größte, das Hervorragendste, was je erfunden wurde. Eine Goldmaschine. Eine Goldmaschine? Goldmaschine. Goldmaschine? Der spinnt? Jawohl, die Goldmaschine. Sie kann Silber in Gold umwandeln, Kupfer ebenfalls und später auch noch andere Metalle. Jetzt verstehe ich. Für Sie müssen die Elstern, Eulen und Raben, also die Silbersachen und das ganze Kupfergeld stehlen. Rede mich gefälligst mit großer Magie an, du Flegel. Und was das Stehlen betrifft, dieses Wort möchte ich nie wieder hören, verstanden? Hier geht es um die Wissenschaft. Da müssen alle Opfer bringen. Aber eins möchte ich doch noch wissen. Funktioniert denn die Goldmaschine überhaupt? Natürlich funktioniert meine Erfindung. Wie kannst du es wagen, daran zu zweifeln, du kleine freche Kröte? Wo ist denn dann solches Gold, was die Maschine aus Silber umgewandelt hat? Tja, nun ja, im Augenblick also, sagen wir, nächste Woche kann ich euch das erste Gold zeigen. Also, die Maschine hat überhaupt noch kein Gold produziert, zu greifen. Jetzt hältst du gefälligst deinen vorlauten Mund! Diese Goldmaschine ist Quatsch. Was? Du wagst es, meine Erfindung zu beleidigen? Noch ein einziges Wort und ich verwandle dich in eine Wanze, die man mit dem Fuß zertreten kann. Eine Goldmaschine ist Quatsch. Klick, Blödsinn, Klick, Unfug, Klick. Eine Maschine, die Silber in Gold verwandelt, gibt es nicht. Klick. Und das wollen Sie ausgerechnet einem kleinen Roboter aus der dritten Robotklasse erzählen und einem kleinen Erfinder, der selber schon eine bedeutende Erfindung gemacht hat. Klick. Aber eine, die funktioniert. Klick. Goldmaschine. Klick. Bei Ihnen ist eine Leitung durchgeschmort. Oder Sie haben einen elektronischen Knacks. Sie, klick, Sie, Schlüsselmagier und Silberdienst. Das ist unerhört! Ihre Behauptung von der Goldmaschine ist unerhört. Aber den neuesten technischen Erkenntnissen lohnt sich eine solche Goldmaschine nicht. Selbst wenn sie funktionieren sollte, klick, die ganze Sache würde so teuer, dass man das Gold besser kaufen könnte. Klick. Jetzt ist es aber genug. Saladadu, saladada. Saladadim, saladadimdim, saladadanze. Ich verwandle dich jetzt gleich in eine winzige Wanze. Nicht mal der Zauberstab war echt bei diesem Magier. Das ist eine zerbrochene Flöte. Eine zerbrochene Flöte? Ach, jetzt verstehe ich. Damit hat er den dressierten Vögeln Signale gegeben, dass sie alles gestohlene Silber durch das Loch auf dem Turm herunterwerfen mussten. So ist es. Ich habe gar keinen Zauberstab und ich kann auch gar nicht zaubern. Ich habe nur so getan, damit alles Angst vor mir haben sollte. Aber du bist wirklich ein Magier. Tu mir bitte nichts. Magier. Quatsch. Wir Roboter halten nichts von Magie. Wir halten nur etwas von Technik und exakter Wissenschaft. Zauberei ist veraltet. Geh nach Hause und lerne.